Ein herzliches Willkommen aus der Altstadt mitten im Herzen von Baku, dem Austragungsort des Großen Preises von Aserbaidschan. Aufgrund der hohen Geschwindigkeiten, aber auch der engen Kurven und der wenigen Auslaufzonen sind wir heute relativ sicher, dass wir einen Safety Car erleben werden. Die Fahrer sind also gut beraten, wenn sie ein bisschen vorsichtig zu Werke gehen. Der Baku City Circuit ist ein 5,95 Kilometer langer Stadtkurs, der die Fahrer direkt durch die Hauptstadt von Aserbaidschan und die wunderschöne Altstadt führt. Dabei müssen die Fahrer zeigen, dass sie sich den insgesamt 20 Kurven einschließlich der berühmt-berüchtigten Kurve 8 gewachsen sehen. Es ist eine der schwierigsten Kurven im ganzen Jahr. Stefan Römer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute in der Kommentatorenbox bei mir bist. Nun lass uns ganz kurz über Lewis Hamilton sprechen. Wie so oft geht es natürlich um Zuverlässigkeit. Und ja, in der Tat werden sie heute von einer sehr ungünstigen Position aus starten, da sie einige Triebwerkskomponenten ausgetauscht haben. Das wird heute alles andere als leicht für sie. Jeder muss während seiner Karriere mal mit Strafen und Zuverlässigkeitsproblemen zurechtkommen. Und dann musst du einfach in die Hände spucken und irgendwie da durch. Heute geht es nicht darum, ein Wunder zu erwirken und den Wagen dort zu positionieren, wo er eigentlich sein sollte. Es geht vielmehr um Schadensbegrenzung. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Richter startet aus der Pole Position vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Im Rest der Startaufstellung haben wir Gasly, Magnussen, Charles Leclerc und Ricciardo, Vettel, Raikkonen, Verstappen und Lukas Weber, Hülkenberg, Giovinazzi, Valtteri Bottas und Sainz Junior. Hamilton, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Stroll, Lando Norris und Alexander Albon. Russell und Devin Butler startet aus der hintersten Reihe. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. The team wants a ninth place finish or above for today's race. Ja, 9. Platz ist die Teamvorgabe. Das sollen wir noch hoffentlich schaffen. Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fans 2019 mit dem Rennen aus Baku. Los geht's. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. So, hoffen wir mal, dass wir gutes Ergebnis rausbekommen, aber wir haben einiges hinter uns, was uns gefährlich werden könnte. Und dann nochmal auf die beiden Racing Point, die sicherlich auf der Geraden ein bisschen an Geschwindigkeit haben. Ich sehe mittlerweile immer das zweite stärkste Team. Also gut entwickelt. Nee, es wird ja so weit nicht was. Conditions look stable at the moment. No rain currently expected. Trockenes Rennen, das ist wichtig. Kann nächste Woche in Spanien schon wieder anders aussehen. Aber jetzt machen wir erstmal Baku hier die Teamvorgaben erfüllen. Platz 9. Wir wollen natürlich gewinnen. Und den nächsten Schritt Richtung WM machen. In China gut dominiert, in Bahrain auch. Und jetzt soll es in Baku der Sieg-Hattrick werden. Ich glaube, wir haben Bahrain ja die 45 hatten, also da sind wir von P45 gegangen. Da ist drin gegangen. Mein Gott, von China war es. So war es richtig. In China war das, in Bahrain sind wir ja vorne weggefahren. Und zwar haben wir jetzt überreden. Das war die nur von 12 auf 2. Und jetzt wollen wir hier den nächsten Sieg. Den dritten dann. Das ist schon richtig die Aussage. So, warten, bis alles hinter uns steht. Wichtig ist erstmal die Führung zu verteidigen.
Ah, das klappt nicht so ganz. Wir sind komplett verpennt in der ersten. Schaut, ja, da habe ich die Lücke genau aufgelassen. Aber es reicht. Es reicht, um als Führender in die Kurven 1 und 2 zu gehen. Und da ist gelb. Frage ist, wen hat es erwischt? Hm, kein scheinbar. Es wäre nur bis weit rausgekommen. Ein Auto, das es durchgefolgt ist. Die Lücke zum dritten ist schon wieder schon etwas größer geworden. 13 Runden stehen hier an heute. Also ein Auto, das uns jetzt folgen wird. Flügel? Nein. So, mal das fette Gemisch in den Angriff mal abwehren. Den ersten konnten wir schon abwehren. Aber der wird noch die ganze Zeit rummachen. Spätestens dann in Runde 3, wenn es DRS aufgeht. Ich denke, dann könnte man unsere Führung nur schon los sein. Ja, Vettel auf 4. Sehr schön, auf 5 schon. Also schon ein bisschen was nach vorne gekommen, 3 Plätze zumindest. Mal ob ich das irgendwann dann an diese Lücke da rankommt. Oder die an den zweiten Racing Point da rankommt. Und da ein bisschen Schutz zu geben. Ja, die Lücke wird groß. Klar, der hat schön den Windschatten hinter uns. Wobei die drei beiden da hinten jetzt auf dem Platz 3 und 4 bekämpfen sich auch. Das heißt, die Lücke wird dann auch schon etwas größer. Wir haben nur ein Auto hinter uns. Die Frage ist, wann greift der an? Jetzt Kranangriff. Aber den können wir doch abwehren. Ja, ich sag ja, das wird kein einfaches Rennen, gerade was das Verteidigen betrifft. Ich vermute dann spätestens halt, wenn jetzt gleich an der Spaziergerade vorbeigeht. Und da ist wieder gelb. Ricciardo. Nicht jetzt in diesem Kurvengestänge. Wechsel bestätigt. Aktuelle behalten. So, jetzt versuchen wir ein bisschen wegzukommen. Ja, steht da hinten kurz vor der Altstadt.
Und dieses Auto gleich weg, weil sonst wird das für mich lustig werden gleich. Weil das jetzt wird gleich ziemlich lustig, wieso die Führung ist definitiv los. Weil jetzt wird der Angriff kommen. Er sagt sich an, greift an und geht auf der langen Geraden mit dem DRS vorbei. Oh, wir können nochmal uns da vorsetzen. Der Konter direkt in Kurve 1. So. Und der hat sich schon ganz schön neu Stau gebildet. Also Vettel ist tatsächlich dran an den beiden. Neun Runden noch. Naja, wenn wir mal wieder kontern können. Das Fettgewicht sparen. Für die letzten ein, zwei Runden dann durchgeben. Durchgehen. Aber dafür haben wir noch ein bisschen. Wir sind gerade in Runde 4. Haben uns quer schön schwer zu verteidigen hier. So. Wieder fett. Und welche? Ja, der wird das definitiv wieder kassieren. Ich frage jetzt aber, ob es wieder... Ja, ich muss ihm jetzt den Platz lassen an der Wand. Uff, genau das ist das, was ich meine. Da war dieser Platz im Kontern nicht. Ja, das war mein Fehler. Ah, Mann. Da muss ich jetzt mal zurücksetzen. Sache, da war dieser Platz im Kontern nicht. Den ich jetzt hier hab. War meine Schuld auf jeden Fall. Viel zu weit rausgekommen, viel zu spät eigentlich. Also unsicheres Rückkommen auf die Strecke, aber definitiv muss ich jetzt zurücksetzen. Weil ich jetzt komplett den Flügel weg gehabt. So. Versuchen wir es nochmal. Ja, da wollte er schon. Na, ein, zwei Runden vielleicht noch. Willkommen. Ja, wollte jetzt hier in die Box gehen. Und gehen jetzt auch in die Box. So, bloß keine Strafe einfangen. So habe ich das Problem nicht, dass meine Box sagt einfach, ey, wir müssen noch warten. Es sind noch genug Autos da vorne. So, zurückgefallen hinter den beiden McLaren. Quatsch, hinter McLaren Red Bull, also P11 jetzt, außer der Punkteränge. Und damals muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen davor sitzen. Oder da wieder rankämpfen. So.
das kostet mir natürlich jetzt die Zeit, weil die sich da vorne am Bekriegen sind. Ich hoffe, dass sie sich jetzt so schnell wie möglich in die Box verziehen. Weil ich vermute, dass wir die Führung dann eh los sind. Nur mal wieder ein bisschen rankommen jetzt. Ja, egal wie, das würde das jetzt definitiv die Zeit kosten. Aber wir haben es richtig lange setzen können. Sebastian's in für his stop. Schön, dass der es jetzt mitnimmt. Bei den ersten beiden, der haben wir schon. Doch, wir sind vorbei. Oder? Oder? Ja, reicht. Sehr gut. Das war sehr, sehr wichtig. Neun der Abstand nach vorne. Jetzt könnte ich meine Lücke ein bisschen aufziehen. Hat doch ein bisschen was abbekommen, der Flügel. Wo ich da eben leicht an die Wand bin. Sechs Runden noch. Na, und wir kommen weg. Wir kommen weg. Und das sollte jetzt wieder die Führung sein. Jawohl, unser Teamkollege auf 3. So, jetzt muss eigentlich noch das Auto hinter uns ein bisschen Probleme bekommen und der muss dann noch vorbei. Ich habe ja noch eingangs gesagt, es wird schwierig werden für ihn, aber 5 Runden vor Ende sieht es gut aus für ein Doppelpodium. Jetzt komme ich auch weg. Ah, schön weit weg jetzt. We're leading our teammate by 5.5 seconds. Ja, das macht sehr viel aus. So, jetzt hoffe ich, dass der hinter uns ausfällt. Das wäre super. Dann wären wir 1 und 2 vorne. Thank you.
führt jetzt die Altstadt hier durch. Dieses kleine Geschlängel. So, jetzt versuchen wir mal schätze Runde, will ich noch gerne haben. We have 5 laps of fuel remaining. Reicht nicht. Gucken, was die Zeit Zwischenzeit jetzt hergeben. Ja, der Sektor sagt, jo, passt. Wir sind einen extra Punkt haben. Zweiter Sektor passt auch, jetzt müssen wir so mitten in den dritten. Yes, Bestzeit. So, fehlt noch. Runde 11 sind wir noch, 2 Runden. Also plus diese hier noch. Benzin sieht gut aus. Drei Komma acht Sekunden. Runde 12. Vorsprung 0,9 Sekunden auf den eigenen Teamkollegen.
Das wird aber verdammt eng. Da Richtung Wand. Hat aber, glaube ich, hoffentlich gepasst, oder? Ja, ein bisschen. So. Letzte Runde. Wirklich. Genau das ist das, was ich meine. Flügel ist beschädigt, konzentriert, zu Ende fahren. Nur noch. Ich fahre das Ding jetzt hoffentlich immer noch konzentriert zu Ende. Hat Motor gewechselt und jetzt schon wieder Probleme mit dem Auto. Und jetzt irgendwie die letzten Meter mitnehmen, erfolgreich mitnehmen. Sehr gutes Wochenende. Yes! Absolutely fantastic. It's a brilliant result. Well done. Es war ein großartiges Rennen und eine erstklassige fahrerische Leistung, die Renault heute den Sieg eingebracht hat. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Die Sieger begeben sich nun auf das Podest und das Team von Renault hat erneut gezeigt, was man für ein erfolgreiches Formel-1-Team benötigt. Ein wohlverdienter Sieg für das Team. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Richter vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er... Na gut, von 15 auf 4, ne? Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Die Führung von Renault an der Tabellenspitze wird immer größer. Gute Arbeit von Racing Point an diesem Wochenende, das einen weiteren Satz nach vorne macht. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Sie übertreffen alle Erwartungen. Würden Sie sagen, dass man Sie unter... So.
Sie haben Erfahrung mit dem schnellen, aggressiven Stil von Devon. Haben Sie einen Rat für die Fahrer, die er heute über... Genau. Eine Weile sah es eng zwischen Ihnen und Ihrem Rivalen aus, aber Sie haben sich durchgesetzt, nicht wahr? Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? So, genau. Wird schon irgendwie wieder werden. Es war einfach nur ein kleiner Konzentrationsfehler. Nicht mehr, nicht mehr, weniger. Jo, das haben wir. So, alle geben es gut. Ein tolles Ergebnis, du hast dich gut geschlagen. Ich denke, über so eine Leistung kann sich keiner beschweren. Bist du dir sicher, dass du überhaupt nicht verhandeln möchtest? Nun gut, das ist natürlich deine Entscheidung. Aber ich persönlich würde auf jeden Fall versuchen, mit dem Team zu verhandeln. Ein Versuch wäre es ja wert, findest du nicht? So, und wie können wir das Auto noch zu entnehmen? Was hältst du hiervon? Gut, nochmal so. Wenn das durch ist, dann haben wir einen echt guten Sprung gemacht nach oben. Dann sind wir vorne weg. So, genau, was haben wir hier noch? Nichts weiter. Genau, Auto auf dem Podiumplatz, was auch holen. Und das nächste Wochenende dürfte Spanien dann sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, bis dann.